Schutzindustrie in Hengersberg ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Mein Vater und ich sind aktuell Geschäftsführer. Mein Vater ist die dritte Generation, ich bin die vierte Generation. Wir haben am Standort 300 Mitarbeiter aktuell. Wir schneiden 1,2 Millionen Festmeter, haben zwei Biomasse-Heizkraftwerke und unser Pelletswerk macht aktuell 300.000 Tonnen im Jahr. Also wir sind organisch gewachsen hier am Standort und der Rundholzplatz war eine der ältesten Anlagen bei uns. Und wir haben gewusst, irgendwann müssen wir dieses Thema angehen. Das Sägewerk läuft dreischichtig und der Rundholzplatz musste auch dreischichtig laufen, aber so richtig Vollgas. Und wir mussten oft auch samstags nachsortieren und dann mussten wir nochmal Samstagnachmittag nachsortieren. Die Kapazität vom Rundholzplatz war deutlich unter der der Sägenlinie und deswegen brauchten wir auch kapazitätsmäßig einen neuen Rundholzplatz. Wir haben einen sehr beengten Raum und wir wussten, dass ein neuer Rundholzplatz eine Operation am offenen Herzen ist. Und das wird für uns so ein großer Schluck aus der Pulle, sowohl zeitlich wie auch finanziell. Da braucht man einen Partner, der mit uns das Objekt so stemmen kann. Und da ging es jetzt nicht darum, wer ist der günstigste oder wie viele Anbieter gibt es. Es ist eher darum gegangen, mit welchem Partner kann man sich vorstellen, dass man so ein großes Projekt angeht. Und wir kennen Holtec schon lange und waren deswegen von vornherein schon auf Holtec derart so fixiert, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen mit dir jetzt ins Rennen. Und wir haben dann erst gemerkt, wie groß und wie lang das Rennen und die Durststrecke sein wird, bis wir da gelandet sind, wo wir jetzt gelandet sind. Die Besonderheit bei diesem Projekt war, dass wir eine Anlage mit einer sehr hohen Leistung konzipieren sollten, die mit einer hohen Verfügbarkeit läuft und geringe Betriebskosten haben sollte. Wir haben unsere Innovationen versucht an vielen Stellen unterzubringen. Es sind ein paar kleine Neuigkeiten dabei, zum Beispiel unser Bedienkonzept der Ergo-Control. Des Weiteren galt es speziell im Rundholzhandling nach der Rundholzsortierung ein neues Konzept zu entwickeln. Die Firma Schweiger hatte bereits gute Erfahrungen mit einem Seilportalkran. Diese Lösung haben wir aufgenommen, gemeinsam mit der Firma Schweiger weiterentwickelt, mit Simulationen das Leistungsergebnis abgesichert und dann gemeinsam mit anderen Partnern in die Tat umgesetzt. Die Anlage dürfte für eine Single-Anlage sicherlich eine der leistungsstärksten Anlagen hier in der Bundesrepublik sein. Die Rundholzsortierung ist bei dieser Anlage auf eine Geschwindigkeit von 200 Meter pro Minute ausgelegt. Mit den beiden Entrinnungslinien, die jeweils mit 130 Meter pro Minute Vorschub laufen, können wir gewährleisten, dass wir die Sortierung ideal mit Rundholz auslasten können. Ja, die Herausforderung war natürlich auch der Lärm. Wir haben da einfach Nachbarn, die Siedlungsgebiet da. Jetzt haben wir komplett den Rundholzplatz in eine Betonhalle gebaut, weil einfach schalltechnisch das Beste ist. Dann wollten wir keine Bagger haben. Wir haben alles auf Kran umgebaut, aber wir fahren jetzt komplett mit Portalkränen. Diese Portalkräne sind auch lärmoptimiert bis zum geht nicht mehr, damit man da das Maximale getan hat, um dem Rechnung zu tragen. Die Entscheidung für Holtec hat sich jetzt im Nachhinein als richtig erwiesen. Holtec ist ein guter, zuverlässiger Partner, wo auch so ein bisschen die Handschlagsmentalität noch gibt. Mein Bauchgefühl am Anfang ist nur bestätigt worden, dass Holtec die richtige Entscheidung war, weil wir einfach gut zusammengearbeitet haben. Und zwar, da geht es nicht nur um die Auftragsvergabe in der Geschäftsführung oder die spätere Planung mit den Technikern, sondern auch auf der Baustelle die Umsetzung, die Kommunikation von den Technikern mit unseren Leuten, die Schlosserabteilung, die Schlossermannschaft, dann unsere Bediener. Im Nachhinein kommt der Herr Gebele und fragt, und wie passt es euch, wie gefällt es euch? Die geben dem dann fein raus und sagen, wenn es nicht so läuft oder wenn es noch Probleme gibt. Also das Menschliche ist da bei uns ganz stark im Vordergrund gestanden und das ist eigentlich das, was ich von vornherein gehofft habe und was auch im Nachhinein so war. Alle haben zusammengeholfen, alle haben in die gleiche Richtung gezogen und es hat funktioniert.